Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zum Recap von Moon Knight der Folge 5, die Psychiatrie heißt. Ja, diesmal wissen wir den Titel von der Folge, da wir nicht im Voraus die Folge anschauen konnten, sondern wirklich wie ihr erst die Folge schauen konnten und jetzt die Folge besprechen. Ja, das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe wie immer den Patrick an meiner Seite. Servus, Patrick. Hi. Und dann haben wir heute mal einen Gast, nämlich den Torben. Servus, Torben. Hi. Hi, hi. Und ich selber bin der Sam. Servus. Das tut mir leid. Das tut dir leid. Ja, wie gehabt muss ich natürlich auch hier wieder eine Spoilerwarnung raushauen. Also wir spoilern hier knüppelhart. Also bitte schaut euch erst die Folge an und dann hört euch unsere Recaps an. Nicht, dass ihr vorab gespoilert werdet. Außer natürlich der Paul. Der darf das natürlich anhören, ohne die Folge zu schauen. Das ist ja so ein Standard-Gag schon bei uns. Ja, und alles Gute zum Geburtstag an du. Also wenn das rauskommt, ist der Geburtstag rum. Aber an dem Tag, wo wir das heute aufnehmen, ist unser Ehrenmitglied du ein paar Jahre älter geworden. Ein paar Jahre, ich glaube nur ein Jahr älter. Aber auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja. Also ein Jahr an sich, aber gefühlt an Jahren, die er hier schon einen grauen Haaren zugelegt hat, glaube ich, älter gefühlt. Ja, auf jeden Fall. So, ich starte direkt mit einer Frage an dich, Torben. Wie viel wusstest du von Moon Knight vorab? Oder kanntest du schon ein paar Comics? Oder inwiefern hattest du Berührungspunkte mit Moon Knight? Bevor die Serie gestartet ist, überhaupt keine. Und ich bin froh, dass ich es jetzt geändert habe. Das ist wirklich die erste Marvel-Serie, jedenfalls fühlt es für mich so an, wo du nicht 10 Jahre Film-Lore brauchst, um es zu erklärt kriegen, wer welche Figuren sind, weil die Serie dich wunderbar mitnimmt und dich in ein unverbrauchtes Setting innerhalb des MCU schmeißt. Und das genieße ich eigentlich sehr. Einfach mal eine Serie zu gucken und zu genießen und nicht davor 20 Filme gesehen haben zu müssen. Okay, aber die Figur Moon Knight war dir vorher überhaupt kein Begriff? Also die kanntest du auch nicht? Nee, oder hast du die schon mal irgendwie mal gehört oder mal irgendwo gesehen oder so? Gar nichts? Gehört bestimmt, aber natürlich nicht bewusst aufgenommen. Okay, okay. Ja, das ist natürlich sehr interessant, weil dann ist gerade so eine Serie, wie Moon Knight hier jetzt hat, sehr erfrischend für dich, weil das schon gut erzählt wird, das Ganze. Ja, es ist, muss ich sagen, bei allen Marvel-Serien, die ich jetzt gesehen habe, also bisher alle, ist es mit die spannendste auf jeden Fall. Ich habe jede Woche aufs Neue Bock drauf. Es passieren so viele schöne Sachen, wo du nicht vorhersehen kannst, zum Großteil auch. Wie gesagt, es ist schön, ein unverbrauchtes Setting aus meiner Sicht, der ich es noch nicht kannte, zu haben. Gut. Das freut mich zu hören. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Was bisher geschah, das kennen wir mittlerweile von den Marvel-Serien. Auch dieses Marvel-Logo ist uns auch schon allen bekannt. Das brauche ich jetzt nicht groß erwähnen. Es fängt an mit der ersten Szene. Und zwar sehen wir eine Spalte im Felsen, die sich mit Wasser füllt. Und man hört ein Kind um Hilfe schreien. Und eine Frau sagt dann mit verletztem Gesicht in die Kamera, das ist alles deine Schuld. Dann sehen wir einen Schnitt auf einen Schrei. Und zwar genau diesen Schrei, mit der die letzte Folge geendet hat. Wir sehen das Nilpferd schreien und Steven und Mark, wie sie schreien. Doch dieser Schrei hört nicht auf. Der geht weiter praktisch in den nächsten Schritt oder in den nächsten Schnitt. Denn wir sehen dann auf einmal Mark bei Harrow in diesem Behandlungszimmer sitzen. Harrow, ja. Arthur oder Arthur. Arthur. Genau. Arthur. Ja, Harrow versucht ihm klarzumachen, dass er wie ein Pendel zwischen Sinn und Unsinn immer hin und her wechselt. Zwischen der Wahrheit, dass sie hier sich in der Psychiatrie befindet und hier sitzt, gerade bei ihm. Oder der Lüge, dass er als ein Superheld praktisch sich ausgibt und die Machenschaften von den Göttern beeinflussen will. Was dabei auffällt, was wir in der letzten Folge vergessen haben zu erwähnen, man sieht immer wieder trotzdem so alte ägyptische Relikte, egal wo sie sich befinden, um das trotzdem noch mal irgendwo zu verankern. Dass da Arthur irgendwie wahrscheinlich trotzdem irgendwie rummanipuliert, ist für mich so das Zeichen, vor allem weil seine Gottheit jetzt sehr präsent im Hintergrund steht. Generell, also mir ist aufgefallen, wahrscheinlich euch auch bei diesem Göttertribunal in der Episode vorher, wo Khonshu und Steven eben
vor diesem Tribunal stehen und doch bitten, dass die Götter nun mal irgendwas machen, fehlen ja ein paar. Und dann steht am Ende von der Episode ja nur diese Konjo-Figur da und andere Figuren. Also da ist wohl eine Art Götterjäger unterwegs, der es diesmal auf Ägypter abgesehen hat und nicht wie wahrscheinlich einen neuen Thor-Film, genau. Oh, der Götter schlechtere. Ja, also es könnte ein Hint sein oder auch nicht. Oder dasselbe nur halt, dass er auf ägyptische Götter Jagd macht. Ich glaube, bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness wird irgendwie eine Parallele zu Moon Knight sein. Weil es kann nicht sein, dass die Folge und der Film am gleichen Tag starten. Irgendwas in der Richtung wird passieren. Ja, sowas denke ich auch, dass in der Art was passieren wird. Es fällt natürlich auf, beziehungsweise es gab ja auch die Meldung zwischen den Folgen, dass hier wahrscheinlich gerade dieser Gegner, den wir in Tor 4 erwarten werden, dass der hier schon angespoilert werden soll. Aber es gibt natürlich auch wieder viele Hinweise oder Meinungen, dass Mephisto irgendwie Finger im Spiel haben soll. Also so viele Sachen gibt's da schon. Mephisto ist der Goldfisch. Ich hab's als erster gesagt. Ja, genau. Jedenfalls entgegnet Mark ihm dann mit der Aussage, er sei kein Arzt, woraufhin Harrow zu ihm meint, ja, wie er meint, hierher gekommen zu sein. So wie er mit dem Bus oder halt so, wie er es ihm schon in mehreren Sitzungen erzählt hatte. In diesem Raum mit einem Nilpferd an seiner Seite und fragt ihn dann, ist das jetzt, was Sie mir die ganze Zeit erzählen, dass Nilpferd bei Ihnen waren und in diesem Raum Sie praktisch hergekommen sind, ist das Sinn oder Unsinn? Und Mark beantwortet das verunsichert mit Unsinn. Harry erklärt ihm dann, dass ein Leidender, also ein Verstand, der sehr leidet, oft Orte kreiert oder kreieren kann, die Personen schützen soll oder auch die den Schutz suchen kann vor den dramatischen Erlebnissen, die sie erlebt haben. Das nennt er dann ein Organisationsprinzip. Und da ist mir bewusst geworden, dass Wanda im Prinzip das Gleiche gemacht hat. Die hat ja auch sich praktisch eine Welt erschaffen, um sich Schutz zu suchen. Harrow sagt ja auch noch zum Beispiel ein Schloss, Labyrinth oder Bibliothek. Und Mark fragt dann ja auch Psychiatrie, weil das ist ja praktisch das, was wir ja gerade hier miterleben. Er sieht ja diese Psychiatrie. Und er wird dann auch relativ schnell ruhig gestellt und dann sind wir beim Cliffhanger auf einmal wieder. Wir sehen die Nilpferdgöttin und die beiden wieder schreien. Und relativ die schreit ja am Anfang auch. Ja, genau. Tavare, die Schutzgöttin der Frauen und Kinder oder der Schwangeren, und Tavare heißt so viel wie die Große, fängt am Anfang auch zu krakeeln. Das ist sehr weird gewesen. Offenbar war sie da auch nicht, wie sie es vorgestellt hat. Das könnte jetzt echt aus einem Disney-Film sein, was wir hier sehen. Ein sprechendes, fröhliches Nilpferd. Aber es passt so gut zum Setting. Mit einer viel zu hohen Stimme für dieses massige Tier eigentlich. Das habe ich auch gedacht. Die Stimme ist viel zu lieb für dieses große, massige Tier. Und auch viel zu verschüchternd für einen Gott, oder? Ja. Weil mein Gott stellt man sich immer so sehr zur Herrschaft. Sehr souverän auf jeden Fall, der macht das schon seit ein paar Tausenden, aber. Und sie wirkt so tapsig, so, wie sagt man so, man weiß es nicht genau, habe ich jetzt die richtigen Zettel, sage ich jetzt das Richtige? Ja. Schon allein, wie sie sagt, oh, ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ja. Und das Setting, das ihr euch da ausgedacht habt, ist auch ungewöhnlich. Und sie erzählt, dass diese Dimension, dass das für das menschliche Bewusstsein gar nicht so begreifbar ist, dass die deswegen, um daraus zu fliehen, quasi diese Irrenanstalt geschaffen haben. Und dann erwähnt sie eine Dimension, die haben wir auch schon bei Black Panther gesehen, also die, wo Black Panther im Totenreich war. Ja. Das ist diese Dimension, die sie daneben erwähnt. Das solltet ihr mal sehen, also da, wo Black Panther wieder zum Leben erweckt wurde. Richtig, die Ebene der Vorfahren, die du da ansprichst, wo sie noch so schön sagt, ja, die ist echt schön, die Ebene. Ja, sie, Steven und Mark, die nehmen die Ebene so wahr, weil das für sie ein höheres Wiedererkennungsmerkmal darstellen soll. Und Steven fragt ja daraufhin noch, warum gerade die Psychiatrie, und Mark erkennt dann ziemlich schnell, naja, weil wir halt verrückt sind, ne? Wir haben eine gespaltene Persönlichkeit und sind halt verrückt. Deswegen eine Psychiatrie. Ja. Eigentlich logisch. Ja. Mark gibt ja dann Dr. Harrow noch recht und sagt, naja, das ist dieses Organisationsprinzip, was er gerade gemeint hatte. Und wenn er jetzt durch diese Tür schreitet, dann sieht er diese Halle, wo dann die ganzen Patienten sitzen, und Crowley ruft noch, Bingo. Also das ist eigentlich alles nur Einbildung, was er gerade hat, und schreitet dann durch diese Tür hindurch und befindet sich dann auf einem alten ägyptischen Schiff, eine Fähre. Ja, weil es klar wird, dass sie halt wirklich erschossen wurden. Oder er wurde erschossen, ja. Richtig.
Also dazu wir wirklich tot. Auf dem Weg sind. In die Unterwelt. Ja, und Mark freut sich ja dann noch, ich bin nicht verrückt, ich bin nur tot. Ich weiß, was als nächstes kommt, ich habe die Scheiße studiert. Ja. Und sie sagt auch noch, ach, du bist also der Clevere von beiden, weil ja. Steven das alles weiß. Ja, genau. Wobei mittlerweile im Verlauf der Story ergibt dann vieles auch hinsichtlich von Steven Sinn. Ja, richtig. Aber da kommen wir noch dazu. Also definitiv. Die Göttin reißt jetzt erstmal beiden das Herz raus, was sehr porzellanartig ist. Und ich habe es als Herzgefäße, habe ich es mir hier notiert, weil es sehen echt aus wie gläserne ja, so Skulpturen und nicht wirklich wie ein Herz. Deswegen habe ich halt Herzgefäße mir auf, notiert hier. Also Keramik, genau. Also, so eine Momentaufnahme, sie sind eingefroren und das macht sie auch relativ unblutig. Sie hat offenbar erwartet, dass sie beiden die Brust aufreißt, aber sie macht das ganz smooth, langt sie da rein, hat auf einmal die beiden Herzen und Richtung Waage, wo sie ja mit einer Feder der ägyptischen Tradition gleich gewogen werden, ob diese dann im Reinen sind. Ich habe mich da gefragt, müsste die nicht die Herzen separat wiegen? Habe ich mich auch gefragt. Dass sie da beide auf einmal in die Waagschale wirft, ist ungewöhnlich. Ja, vielleicht weiß sie ja, dass sie eigentlich, also diese beiden, Steven und Mark, eigentlich eine Person sind und deswegen teilen die sich ja eigentlich ein Herz. Aber da es zwei verschiedene Persönlichkeiten sind, haben die halt verschiedene Herzen. Ja. So habe ich es mir erklärt irgendwie. Weil normalerweise, gebe ich euch recht, normalerweise hätten sie jedes Herz einzeln abwiegen müssen. Naja, jedenfalls, wie ihr schon erwähnt, sie legt diese zwei Herzgefäße auf diese Waagschale der Gerechtigkeit oder der Waage der Gerechtigkeit und in die andere Waagschale die Feder der Wahrheit. Und jetzt muss es eben in diesem Gleichgewicht sich befinden, damit sie in dieses Paradies, in diese Feld der Binsen kommen, also das Paradies in diesem Bereich. Und wenn es halt nicht im Gleichgewicht ist, werden sie über Bord geschmissen und den Toten praktisch überlassen, den toten Seelen und verharren dann da als Sandskulpturen. Ich habe mich im ersten Moment trotzdem gefragt, wieso machst du das auf einem fahrenden Schiff? Wäre das nicht auf einer ruhigen Ebene viel geschickter, das zu wiegen? Theoretisch schon, ja. Ja, schon, ja. Ja. Das Nilpferd stellt ja ziemlich schnell fest, dass die Waage überhaupt gar nicht ruht, sondern sich immer hin und her pendelt und sagt auch, hier herrscht noch ein Ungleichgewicht, das müsst ihr erst noch. Die sind unfertig oder sind noch halb leer oder sowas. Und sie wäre ja so ein Optimismus-Typ. Ja, ja. Genau. Und sie müssten erst rausfinden, woran das liegt und gibt ihnen sozusagen die Zeit, um sich im Klaren zu werden, wo da die Probleme bestehen, dass das überhaupt nicht aufhört zu pendeln. Was ich lustig fand, ist, da sind wir jetzt gerade kurz vorbeigehuscht, als Mark und Steven an der Reling standen und das Sand beobachtet haben, hat Mark die Idee gebracht, euch zu, wir holen uns ein Seil und töten die einfach und übernehmen das Schiff. Na gut, da siehst du halt einfach, wer da gerade das Sagen hat. Der offenbar nicht so clevere und der Typ, der ein paar Folgen zuvor einen Haufen Menschen umgebracht hat, der kennt halt nur einen Weg. Genau, sie schreiten ja dann auch wieder durch die Tür hindurch und kommen dann wieder in dieser Psychiatrie an und bemerken dann, dass wenn sie durch die Fenster der Türen, also auf dem Flur sind einzelne Türen, und wenn sie durch die Fenster da schauen, entdecken sie die Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit. Dann sieht man zum Beispiel diesen Moon Knight Toilettenkampf oder Mr. Knight, wie er mit Khonshu den Sternenhimmel zurückschraubt, um diesen Sternbild zu finden. Und wir sehen auch relativ schnell und sehr offensichtlich mal wieder einen QR-Code. Und dieser QR-Code ist nicht nur verdammt geschickt angestreut, weil wir erleben ja hier die Origin von Moon Knight. Und wir kriegen jetzt den Original-Origins-Band oder das Original-Origins-Heft quasi geboten, dass man als Zuschauer dann direkt vergleichen kann, was haben die da jetzt abgeändert. Also das finde ich einen sehr smarten und transparenten Move, den sie da machen. Ja, allgemein die ganzen QR-Codes, wo wir auch schon erwähnt hatten, dass die das einfügen, damit man auch diese, wie du schon sagst, diese Urgeschichte von Moon Knight, wo er mal vorgekommen ist oder wo er seinen ersten Auftritt hat oder auch seine Geschichte, wie er zum Moon Knight geworden ist, dass man das nochmal nachlesen kann, finde ich ein richtig schöner Kniff. Das gefällt mir richtig gut an der. Dass man das umsonst lesen kann. Einmal war es halt so ein Code, hier hast du ein Marvel-Dings-Abo für einen schmalen Preis. Das fand ich ein bisschen arschig, ansonsten sehr cooler Move. Ja, genau. Steven wendet sich ja dann ab von Mark, geht zu einer Tür, wo man Mark noch auf einer Straße Alkohol trinken sieht. Diese Szene wird später noch sehr wichtig. Ich dachte am Anfang, oh Gott, man sieht halt, wie Mark auf der Straße steht und einen Schluck zu sich nimmt. Aber wirklich, die wird wichtig später noch, die Szene. Da kommen wir dann gleich noch dazu zu sprechen. Dann hören sie ein Kind um Hilfe schreien und Steven setzt sich in die Richtung von diesem Schrei und beide kommen dann in eine, so eine Art Wartehalle oder Warteraum, wo ganz viele Leichen an Tischen sitzen. Ein Café voller Leichen, ich darf doch bitte. Café voller Leichen, genau.
Und ich mag die Horrorelemente in der Serie. Ja. Die sind echt stark. Auch sehr gut platziert immer, ne? Und ist euch aufgefallen, dass in jedem Raum, wo sie betreten, irgendwo eine Waage steht? Auch in dem Kinderzimmer später? Nee, tatsächlich nicht, aber gut. Das wirklich, es steht wirklich in jedem Zimmer, wo es reinkommt, steht irgendwie eine Waage. Okay. Du merkst, dass die Waage dann immer hin und her pendelt und je mehr Erinnerungen die durchlaufen, desto mehr ist die Waage im Gleichgewicht. Richtig, genau. Jedenfalls erfahren sie in diesem Café der Toten, dass das alles Opfer von Mark sind, beziehungsweise von Khonshu, weil Khonshu hat diese Person in Auftrag gegeben, die Mark dann töten soll oder sollte. Es ist nicht nur Opfer von Khonshu. Mark war ja davor auch schon ein Söldner. Ja, richtig. Aber er selber sagt ja, dass das noch im Auftrag gegebene sind von Khonshu. Also die meisten, ja. Ein paar sind auch dagegen. Also das wird ja bei den Geiseln oder was es da war, wo sie da die Leichen auf der Wüstensand entdecken, klar, dass das nicht unbedingt Khonshus Auftrag war. Er versucht auch ein paar Mal sich zu widersetzen und bereut es eigentlich immer. Mal versucht, aus der Reihe zu tanzen. Genau, und so schön, wie der Patrick das schon erwähnt hatte, je nach Erkenntnis von den beiden, pendelt sich die Waage immer langsamer ins Gleichgewicht oder dann wieder ins Ungleichgewicht. Das fällt einem echt extrem auf, wenn man diese Waage entdeckt. Immer wenn sie sich gerade unterhalten über irgendwas, dann sieht man, wie die Waage ganz leicht runter oder hoch geht. Und so ist es in dem Raum auch. Die Waage pendelt sich leicht ins Gleichgewicht und dann entdeckt Steven dieses kleine Kind, wo wir noch nicht wissen, was das für ein kleines Kind ist. Er ist noch sehr beunruhigt. Nee, es ist wirklich beunruhigend, weil du denkst, scheiße, den hat Mark auch umgebracht. Ja, ja, das ist ja das, was Steven auch fragt. Warum steht ein Kind in einem Café voller Leichen? Richtig, richtig. Ja, mit den Leuten, die er alle umgebracht hatte, genau. Und Mark meint, er solle nicht dem Jungen hinterherlaufen oder in Richtung von dem Jungen laufen, was natürlich Steven sich nicht mal sagen lässt. Ne? Das ist rum, dass er sich sowas sagen lässt von Mark. Daraufhin läuft der Junge weg und Steven natürlich hinterher. Und wir sehen jetzt den jungen Mark zusammen mit seinem Bruder und seiner Familie. Ja, genau, aber man muss sagen, dass Steven halt in eine Tür reinrennt und die noch abschließt, dass Mark denen nicht folgen kann. Und dann sieht man eben das, was du meinst, den jungen Mark mit seinem Bruder in so einem, ich würde mal sagen, in so einem Art Grilltag-Szenario. Die Mutter steht am Grill, der Vater baut so eine kleine Holzhütte zusammen für die Jungs. Also so eine Art Baumhaus, wo halt nicht ein Baum ist. Wie nennt man das? Holzhütte halt. Baumhaus. Und die Mutter, das ist die Frau, die in der Anfangssequenz geschrien hat. Und wir sehen auch, wie der Bruder von Mark diesen Fisch zeichnet mit dieser verkümmerten Flosse. Nemo, nee, Quatsch. Ja, der Fisch mit einer Flosse, richtig. Ja, das war ein Clownfisch im Dings, aber da ist es eher ein Goldfisch. Ja, es war ein Mephisto, Goldfisch. Mephisto, ja. Es war Mephisto. Und wir sehen auch, warum der Steven so einen Narren an diesem Film gefressen hat, das so ein Indiana Jones und Tomb Raider Verschnitt ist. Tomb Buster, genau. Sie nennen sich ja, das war so ein Kinderspiel zwischen ihnen, sie nennen sich Dr. Grant und Rousseau. Ähnlich wie das Duo, das da die Tombs bustet, ja. Richtig, richtig. Beim Vater dachte ich kurz, läuft da J.J. Abrams durchs Bild? Ich hatte schon sehr Ähnlichkeit mit dem gehabt, ja. Ja, genau, die zwei gehen ja dann stiften, die wollen spielen gehen. Die Mutter warnt sie ja noch, er soll auf seinen kleinen Bruder Acht geben. Und Steven läuft denen natürlich hinterher, den Kids. Das ist ja so eine Art, wie habe ich es hier notiert? Die Geister, die ich rief, wo er das alles nochmal miterlebt, nur dass er nicht mit eingreifen kann. Oder WandaVision Folge 5, wo sie dasselbe durchmacht, wo sie nochmal durch ihre Kindheit durchläuft. Ja, das ist stimmt. Genau dasselbe eigentlich. Das stimmt. Ich habe jetzt hier die kleine Anmerkung machen. Ich habe hier jetzt immer unterschieden zwischen Mark-Kind und Erwachsenen-Kind oder Beobachter-Kind, ne, dass wir durcheinander kommen. Weil wenn ich jetzt sage Mark und ich meine den Kleinen, also den Jungen, dann sage ich extra Mark Kind oder Kind Mark oder so. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Little Mark, Marky Mark, irgendwas. Zwischenzeitlich sehen wir immer wieder, wie der erwachsene Mark versucht, Steven hinterherzukommen. Und nebenbei folgen wir den erwachsenen Steven, wie er den Kindern in die Höhle nachläuft. Und er läuft kurz über einen Vogelkadaver beziehungsweise Skelett. Ja, über ein Mini-Khonshu-Skelett. Mhm. Und dann passiert es auch, es fängt an zu regnen, die beiden gehen in eine Höhle und jetzt ist Abblende und wir hören quasi nur, dass was Schreckliches passieren muss. Ja, richtig.
Wir hören ja auch noch die Kinder um Hilfe rufen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir nur sehen, wie er in diese Höhle reingeht, sondern man sieht ja wirklich, wie das Wasser steigt in der Höhle. Die Kinder rufen um Hilfe. Und wie du schon so schön sagst, der erwachsene Mark, der steht in der Zeit in dieser Psychiatrie auf dem Flur und versucht sich selbst zu beruhigen und schreit oder sagt zu sich, ist nur eine Erinnerung. Es ist nur eine Erinnerung, bleib ruhig. Und entdeckt dann eine Tür, die in das Haus von zu dieser Familie aus Spector führt, wo gerade eine Beerdigung stattfindet. Und zwar, man sieht es anhand dieses Bildes, wo auf diesem kleinen Tischchen steht, von diesem kleinen Bruder. Genau. Mark schreitet dann in diesen Raum hinein und entdeckt dann auch Steven, der natürlich pitschnass ist, weil er sich gerade noch in dieser Höhle voll Wasser befunden hat, stehen. Und er steht genau an dieser Stelle, wo auch später dann Mark Kind oder Mark als Kind runterkommt und die Mutter, als sie dieses, also Mark Kind entdeckt, in die Richtung dreht und ihn halt beschimpft, also die Schuldzuweisung gibt an den Tod von dem kleinen Jungen. Ja, also an dem Tag ist nicht nur der Bruder gestorben, sondern auch die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter. Also sie macht ihn verantwortlich für den Tod und lässt jetzt alles an ihm aus. Und der Vater kann da jetzt echt nicht mehr viel ausrichten. Die Familie zerbricht eigentlich komplett daraufhin. Der Vater ist zu schwach oder unfähig, das noch irgendwie reparieren zu können oder gar zu wollen. Er wirkt das einfach so, okay, das ist jetzt so, ich nehme das hin. Und die Mutter treibt das halber in den Wahnsinn, aber auf jeden Fall in den Alkoholismus. Ey, das ist Hereditary in der Kinderversion, wenn man es mal wirklich ganz böse sagt. So ungefähr. Ich finde auch den Zwischenschnitt, wo man diese einzelnen Epochen sieht. Steven rennt die Treppe hoch, folgt dem Kind. Kind befindet sich an seinem Geburtstag am Tisch. Mutter ist weg, Vater ist allein und feiert halt mit allein, also mit dem Mark-Kind allein. Dann hört man den erwachsenen Mark, den Steven rufen. Steven rennt dann nochmal eine Treppe hoch, dann ist nochmal Geburtstag, aber der Vater verlässt den Raum und die Mutter kommt dazu und beschimpft ihm abermals, dass er eh schon immer eifersüchtig gewesen wäre auf seinen kleinen Bruder und hatten eh nie gemocht und wollten eh loswerden. Und so ist dieser, jedes Mal, wenn sie ein Stockwerk verlassen, verlassen sie praktisch auch eine Zeitepoche, also ein Alter von diesem jungen Mark, also von diesem Kind Mark. Fand ich auch schön umgeschnitten. Vor allem die Mutter, du siehst das wirklich schon im Gesicht, wie viel sich da abspielt, wie viele Adern da auf der Stirn heraustreten und die Augen so richtig wütend werden. Scheiße, ist das eine creepy Mutter. Ja, genau. Genau, und bevor Steven dann in dieses Zimmer reinrennen kann zu dem Mark-Kind, stößt ihn Mark erwachsen, ich muss es leider so machen, sonst wird es echt verwirrend, stößt ihn halt weg und dann befindet er sich auf einmal auf der Straße vor diesem Haus. Und Steven schreit ihn ja noch an, was verbergst du denn vor mir? Und jetzt sieht man nämlich den jugendlichen Mark, wie er flüchtet aus dem Haus oder beziehungsweise allgemein von dieser ganzen Situation weg. Und der Vater möchte ihn ja noch ihn aufhalten und ihn zurückhalten. Sagen wir, das regeln wir schon. Und hier macht der jugendliche Mark dem Vater eigentlich einen Vorwurf, du hättest das regeln müssen, nicht ich muss das regeln. Ja, zu schwach der Vater eben einfach. Er wirkt einfach nur wie ein Element, wie ein Spielball, das jetzt einfach da ist, aber man sieht auch nicht wirklich, dass er für seine Söhne da ist oder seinen noch verbliebenen Sohn. Gut, er hat auch nicht genug Fleisch bekommen, dass wir es jetzt irgendwie genau sagen können. Ja, ist richtig. Richtig. Vor allem, ich glaube eher, dass der Vater versucht, der Ruhepol in dem Ganzen zu sein, während die Mutter komplett am Rad dreht. Weil er flüchtet sich ja trotzdem immer wieder zum Vater hin. Ja, also richtig. Irgendwie eine Sicherheit wird er dem trotzdem geboten haben. Der ist genau da ist. Ja, der ist eine einzige Bezugsperson. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hätte der Vater durchaus mehr noch auf das Kind eingehen sollen, beziehungsweise auf die Frau. Und sagen euch zu, er ist noch ein Kind, so wie wir es später ja auch gesagt bekommen von Steven selber. Er war ein Kind und er wusste ja in dem Moment, ey, wo ich ein Kind war, das gebe ich jetzt hier offen zu, bin ich auch auf Bäume hochgeklettert, wo 20 Meter hoch waren und habe mir dabei keine Gedanken gemacht, ob ich mit meinem Bruder da runterfall und mir alle Knochen breche oder sowas. Wir sind einfach hochgeklettert. Und das im machen Alter Kinder. Bist du auch nicht in der Lage, dir Gedanken über Konsequenzen so zu machen. Es. Witzigerweise ist das wirklich so ein Ding, du machst dir erst. Das Stadium in deinem Gehirn, was erst Risikobereitschaft ist, entwickelt sich noch vor dem Konsequenzenstadium. Also dieses Ding, was Eltern immer sagen, hast du dir denn keine Gedanken darüber gemacht, was da passieren könnte? Sorry, nee, mein Gehirn ist dazu noch nicht in der Lage. Weißt du? Ja, genau. Deswegen kann man aber dem Kind auch nicht den Vorwurf machen, dass er schuld absolut ist an dem nicht. Anderen Kind. Das absolut geht nicht.
Und das ist dann schon ein Fehler von der Mutter selber. Aber dass der Vater da halt nicht einschreitet und sagt euch zu oder das regelt, das zeigt halt gerade diese Szene mit dem Jugendlichen Mark, der sagt euch zu, du hättest das regeln müssen, jetzt ist es zu spät, jetzt hau ich ab. Ja. Naja, wir merken auf jeden Fall, dass der erwachsene Mark, also der, wo jetzt diese Szenerie mit anschaut, es auf jeden Fall nicht möchte, dass Steven das Ganze mitbekommt und stoßt ihn von dieser Situation weg, also schubst ihn regelrecht weg und fallen zu Boden. Nur der Boden ist dann nicht die Straße, sondern jetzt sind sie in einer Wüste. Wir befinden uns an der Ausgrabungsstätte, wo über Leichen rumliegen. Und jetzt kommt es zu der Situation, wo wir auch schon in der ersten oder zweiten Folge angeteased bekommen haben, wie Mark nämlich diese Ausgrabungsstätte, ja, die Leute halt getötet haben soll. Und wir merken eigentlich, ist es Raoul, der die ganzen Leute getötet hat. Und Raoul ist jetzt gerade davor, Lailas Vater zu töten. Und Mark versucht, Lailas Vater zu retten, aber er schafft es nicht. Schleppt sich verwundet in diese alte Ausgrabungsstätte. Ja, in den Tempel würde ich schon fast sagen. Ja, es ist ein Tempel und will sich eigentlich erschießen und auf einmal macht Khonshu ihm ein Angebot, das er in dem Zeitpunkt nicht ablehnen kann. Ja, was steht denn auch schon groß zur Wahl? Entweder bin ich tot, entweder verblute ich hier, erschieß mich selber oder ich lebe noch, aber dann halt nach deinen Ermessen, was du von mir verlangst. Also ja. Mehr Möglichkeiten bleiben ja nicht. Steven selber merkt ja auch noch an, dass er da reingelegt worden ist von Khonshu beziehungsweise ziemlich manipuliert wurde. Auch hier falls Khonshu das nicht alles in Auftrag gegeben hat und nicht noch Raoul seiner Avatare war. Soll ich dir was sagen? Als er diesen kleinen Vogelskelett zertreten hat, da dachte ich schon, oh, der hat es mit sich da schon gedeichselt, dass der kleine Bruder stirbt. Ja, das hat so eine Anspielung. Wer weiß. Ja, dass der Mark in die Richtung gedrängt wird und dann mehr oder weniger irgendwann zu ihm findet. So, man weiß es nicht. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, wo waren wir? Ach ja, genau, in diesem Tempel steht auch eine Waage und die pendelt immer weniger, also die Pendelbewegungen werden immer langsamer und es pendelt sich immer mehr ein. Und wir sehen dann, wie Mark dieser Soldat, der gerade da verwundet auf dem Boden liegt, dieses Angebot annimmt und sich zu Moon Knight verwandelt. Dann hört Steven ein Geräusch, Affen, und da habe ich mich gefragt, warum Affen? Könnt ihr mir das erklären? Ich habe das nicht verstanden. Warum sind jetzt da auf einmal zwei Affen? Sollte das eine Andeutung auf Hitmonkey oder sowas sein? Ich habe keine Ahnung. Auch keinen Plan. Weil ich wüsste nicht, dass Affen irgendwie in der ägyptischen Mythologie irgendwie, also Katzen weiß ich, Krokodile, Nilpferde, aber Affen? Nee. Naja. Aber apropos Croc, ich habe mich auch gewundert, dass auf dem Schiff von Tawari keine Krokodile ist, weil war es nicht so, wenn die Herzen nicht im Reinen sind, kommt ja so ein Croc-Gott und schnabuliert die weg? Also war ja eigentlich so. Eigentlich so, ja. Richtig. Genau. Jedenfalls, wie du schon sagst, kommen wir zurück auf dieses Schiffsdeck, zu diesem Nilpferd. Und da erfahren wir dann, dass ungerichtete Seelen vom Himmel fallen, wo Harrow ja richtet. Und die stellen auch ziemlich schnell fest, die wissen halt, dass das Harrow sein Werk ist. Und Mark bittet ja daraufhin das Nilpferd um Hilfe. Sie müssen zurück, wobei das Nilpferd dann noch anmerkt, ich dachte, ihr wollt loskommen von Khonshu. Aber sie brauchen ja die Hilfe von Khonshu. Ja, keine andere Wahl. Ja, richtig. Und sie hilft ihnen und dreht dann das Schiff Richtung Osiris Tor, damit sie halt wieder, wie sagt man, hinaufschreiten können, also wieder auf die Oberwelt können. Aber bevor sie das können, müssen sie sich erstmal ins Gleichgewicht bringen, weil so funktioniert das nicht. Also sie müssen erst die Wahrheit diese Waagschale zwischen sich, dieses Unwissen zwischen beiden müssen sie sich erstmal aneignen beziehungsweise ins rechte Lot bringen. Erst nicht nur das, selbst wenn Mark oder Steven wiederbelebt werden würde, der Körper wäre trotzdem weiterhin tot. Also ja, genau. Überlegen sie, ob sie vielleicht nicht Layla über sie kontaktieren können, dass sie die Kugel rausholt. Also schon allein deswegen bräuchten sie Khonshu wegen der Selbstheilungskräfte. Ohne Khonshu würden sie 2 Minuten lang rumröcheln und wären direkt wieder tot. Ja, genau. Und das ist dann ja letztendlich ihr Plan. Also sie wollen sich ins Gleichgewicht bringen. Daraufhin schreiten sie dann wieder in diese Psychiatrie, in diese Gänge. Und
Mark will das aber so nicht so wirklich, dass sie jetzt wieder diese einzelnen Erinnerungen durchmachen, sondern eigentlich nur reden. Er sagt ja, wir können das auch ausdiskutieren, wir können das auch ausquatschen, also einfach nur reden miteinander. Und Steven versucht ihn ja zur Vernunft zu bringen und hat gesagt, das funktioniert nicht so. Wir müssen das wirklich durchleben jetzt halt nochmal, damit wir im Einklang sind. Und Mark rastet da aus, du kannst mich nicht zwingen. Und zack, landet er wieder bei Dr. Harrow. Ah ja, und erstmal, wie er sich wieder einkriegt und dann zu Dr. Harrow sagt, der, du siehst irgendwie aus wie Ned Flanders. Das fand ich so gut. Das ist so gut, ja. Und es passt auch wirklich. Vor allem, es empfiehlt echt nur dieser grüne Anzug. Und zwar 1:1 Ned Flanders. Ja, die Frise passt, der Bart passt und dieser dämliche Polunder wäre auch Flanders-Style. Und auf jeden Fall. Brille passt. Ja. Ja, richtig. Dr. Harrow sagt auch noch so zu ihm, um ihm zu beruhigen, er sei stolz, dass er jetzt seit Stunden das alles wieder durchlebt, dass er hier das alles aufarbeiten will und endlich seine Ruhe findet, der Seele seine Ruhe zugesteht und fordert ihn auf, auch Steven, sich gegenüber Steven zu öffnen. Und jetzt gibt's den Schnitt in dieses Mark-Kinderzimmer, weil jetzt sehen wir nämlich, wie Mark Kind in diesem Eck sitzt, neben einem Spiegel, verängstigt ist vor den Klopfen an der Tür, weil die Mutter klopft nämlich nicht gerade sachte gegen die Tür und fordert ihn auf, die verschlossene Tür zu öffnen. Ja, das Stärken wird immer heftiger. Und man merkt auch Blick, an ihrer... Ja. Der Blick kreist zwischenzeitlich zu den Tumf-Buster-Poster, wo dann der Spruch kommt, ja, wenn irgendwie Not am Mann ist, dann hol dir Steven Grant. Da habe ich mir gedacht, okay, ein Archäologe namens Grant. Irgendwie teasern sie damit auch ein bisschen Jurassic Park an. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, da heißt ja auch Grant, richtig, ja. Genau, Dr. Alan Grant. Genau. Ja. Wir merken dann auch diesen Übergang. Also sobald Mark panisch wird, verschmilzt er so ein bisschen mit Steven Grant. Und man merkt an diesem Akzent, an diesem leicht britischen Akzent, den er auf einmal kriegt, dass er auch ein bisschen mit seinem verstorbenen Bruder verschmilzt. Ja. Deswegen meine Theorie in der letzten Folge, da haben wir noch diesen großen, bösen, wütenden Sarkophag gesehen. Wir beide dachten, das wäre Jake Lockley. Ja. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass wir den in der Serie noch zu sehen kriegen. Ich glaube, dieser große, wütende Sarkophag, das war wirklich seine aggressive Mutter, die wir da gesehen haben. Das vermute ich jetzt auch fast stark, ja. Ich finde sowieso, dass teilweise die Geschichte ein bisschen anders gemacht haben wie in den Comics, was aber auf jeden Fall gut ist. Weil jetzt überleg mal, sie müssten hier jetzt noch einen dritten Charakter reinbringen. Ne? Den kennen wir aus den Comics. Wäre vielleicht noch schwierig. Momentan sehen wir wirklich nur den Kampf zwischen den zwei Charakteren. Ob es sich jetzt am Schluss... Anfang der Folge dachte ich aber trotzdem, dass vielleicht die Waage ins Gleichgewicht kommt, wenn sie diese dritte Persönlichkeit holen. Habe ich erst gedacht, aber die Balance der Serie wäre ja, bei jeder Gefahr ist Steven Grant furchtlos da, steht auf dem Poster. Naja, aber das Ungleichgewicht wäre ja schon schwer, wenn sie jetzt noch einen dritten Charakter jetzt noch in den letzten Minuten einführen müssten und den auch noch charakterisieren müssten, stelle ich mir schwer vor. Ja. Weil du gerade den Spruch erwähnt hast, ist die Gefahr auch noch so nah, Steven Grant ist immer da. Das ist ja so der Punkt, wo Mark Kind ja die Angst bekommt. Er sagt ja auch selber immer, das ist nicht meine Mom, das ist nicht meine Mom. Bekommt ja immer mehr Angst davor. Und weil die Gefahr ja so nah ist und Steven Grant ist immer da, verwandelt er sich halt jetzt, also der Steven Grant, Mark Kind, halt eben in Steven Kind. Beziehungsweise in so eine Mischung aus Steven und seinen verstorbenen Bruder. Ja, genau. Und da begreift auch der Erwachsenen Steven, der ja das Poster auch in dem Moment liest, dass er das Fantasieprodukt ist. Nicht wie er ganze Zeit dachte, das mag das Fantasieprodukt. Ja, das sagt er ihm dann, als wir diese Kinderszene haben, wo die Mutter nicht gerade freundlich, wie du sagtest, aber wahrscheinlich auch angetrunken halt ins Zimmer kommt und kurz davor ist, ihren Sohn zu verprügeln. Da sehen wir nicht komplett, wie die Szene endet. Es ist Spekulation, wir sehen es nur so angedeutet, aber was da jetzt passiert, wir können uns einigen, dass irgendwas an diesem Tag in diesem Zimmer starb. Richtig. Sie nimmt den Gürtel wirklich von dem Ständer, also der ist schon da vorbereitet, dass sie den jederzeit verprügeln kann und du hörst diese Gürtelschläge. Also viel bleibt da der Fantasie nicht überlassen.
Genau wo Mark den erwachsenen Steven aus dem Raum zerrt, hört man noch richtig diese Gürtelhiebe. Wo er noch versucht, es abzuwenden und wo dann nochmal so ein kleiner Körperswitch kommt. Oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Ich muss schnell aufräumen, das darf ja Mutti nicht sehen. Und genau, ja. Genau. Mark erklärt Steven ja dann draußen auf dem Gang, warum er letztendlich existiert. Er ist sozusagen sein Ruhepol, sein, wie nennt er das, Stressball hat er, glaube ich, genannt. Ja. Dass er das Ganze erlebte, was er als Kind erlebt hat, dass er das beim Steven, also die Person Steven, nicht mehr weiß, also dass er eigentlich ein schönes Leben hatte als Steven. Vergangenheitsverdrängung, dass er auch eine liebevolle Mutter hatte und dass die noch lebt, etc., etc. Genau. Und, aber auch gerade bei dieser Diskussion erfährt ja auch Steven, dass die Mutter gar nicht mehr lebt, sondern bereits verstorben ist. Ja. Und das ist dann wiederum zu viel für Steven. Er will aus dieser Situation raus. Er sagt ja, ich will raus, ich will jetzt raus. Und landet daraufhin dann wieder bei Dr. Harrow. Oder Dr. Ned Flanders. Ned Flanders, genau. Dem er erstmal vor Schreck Glas Wasser ins Gesicht schüttet. Und, ja, und Dr. Ned Flanders freut sich erstmal, dass jetzt Steven quasi präsent ist und er mit ihm ja deutlich besser diskutieren kann. Ja. Aber er realisiert langsam auch, dass in diesem Büro, dass das sehr ägyptisch eingerichtet ist. Ja. Und irgendwie hinters Licht geführt wird. Ja, das ist schon richtig. Er erfährt ja auch selbst, dass er sich praktisch selbst, also so beschreibt es Dr. Harrow, sich selbst in die Klinik gebracht haben soll. Also, dass es nicht Mark war, der hier in dieser Klinik erschienen ist, sondern halt Steven. Die Person Steven ist in dieser Klinik erschienen. Und das glaubt er ihm so nicht so recht und sagt hier, meine Mutter, die weiß das und Dr. Harrow versucht ja daraufhin, die Mutter anzurufen. Macht er so oder ist das wirklich ein Telefonat, was er da führt, wo er die Mutter anruft? Weil für mich wirkte das so, als wäre Dr. Harrow jetzt auch nur eine Einbildung von Steven und er ruft wirklich seine Mutter an, bis Steven selber bemerkt, nee, stimmt, Mark hat recht, meine Mutter lebt nicht mehr. Ich denke, er versucht nochmal zu fliehen. Also das ist so ein halb eingebildeter Anruf. Ja. So habe ich das auch gedeutet, weil wo er ja den Hörer nimmt und sich den Hörer genau anschaut, läuft ja so die Träne runter und sagt dann noch, nee, meine Mutter ist tot, Mutter ist tot, genau. So das letzte bisschen Hoffnung, dass es, oh ja, es ist doch nicht vielleicht so brutal und es könnte anders sein, aber ja, ist halt nicht so. Also ist er mit sich jetzt im Reinen mit dieser Situation, dass er es wahrgenommen hat, dass diese Situation wirklich gegeben hat zwischen ihnen und seiner Mutter. Im Reinen nicht, aber er realisiert so langsam auch, weil die Lampe da ist. Ja, ja, genau. Er fängt langsam an zu realisieren. Im Reinen ist er noch nicht mit sich. Nee. So, und jetzt sind wir an dieser Erinnerung, wo ich am Anfang erwähnt hatte, wo wir Mark auf der Straße haben stehen sehen mit einer Flasche Alkohol in der Hand. Nämlich da befinden wir uns jetzt. Wir sehen durch das Fenster Mark hinter einem Auto stehen, nippt eben an dieser Flasche und im Hintergrund, wo der Vater im Raum steht, ist halt die Beerdigung von der Mutter. Genau, und der Vater... Er schafft es nicht, sich auf die Beerdigung zu schleppen. Genau. Kurz bevor er da ist, einzutreten, kommt zum ersten Mal beim Erwachsenen quasi Steven wieder raus und er bildet sich seinen ersten Telefonanruf mit seiner Mutter ein. Ja, aber da also kommt schon der erste. Du siehst richtig, wie die beiden switchen. Richtig, aber da kommt ja auch zum ersten Mal dieses Ich war doch noch ein Kind zur Sprache, wo er zu sich selber fällt ja weinend zu Boden. Und sagt sich selber immer noch, ich war doch nur ein Kind, warum hast du mir das angetan, so mehr oder weniger? Also das ist nicht das genaue Wortlaut, was er sagt in dem Moment, aber das drückt es aus. Ich war doch noch ein Kind, wie konntest du nur? Anhand davon, dass er die Kippa eigentlich auf dem Kopf hat, merkst du, er war eigentlich bereit und er reißt sich das vom Kopf und er kann nicht mehr. Genau. Genau, und dann verwandelt er sich in den Steve, in erwachsenen Steve, wie du schon gesagt hattest, und fragt sich erstmal, wo er ist. Er kennt diesen Ort nicht und flüchtet mehr oder weniger von diesem Ort. Genau, und ich habe jetzt hier stehen die Beobachter, Steven und Mark, weil die stehen ja auch auf dieser Straße, reden dann miteinander, wo Steven dann auch zu ihm noch sagt, es war nicht deine Schuld, brauchst dir diese Schuld nicht zu geben. Du warst noch ein Kind, du konntest nichts dafür. Du hättest gar nichts anderes machen können. Ja. Verdammt gut gespielt. Also du weißt jederzeit, welcher Charakter ist welcher. Oscar Isaac spielt das wieder so gut, dass du, auch wenn die beiden jetzt dasselbe
Shirt anhätten, du die unterscheiden könntest. Ja, ich finde aber, sie haben es optisch trotzdem nochmal gut dargestellt, weil nämlich der Steven ist hier in dunkelblau gekleidet und der Mark, also gerade die zwei Erwachsenen, die Beobachter, sage ich mal, ist in weiß gekleidet. Also man hat eine optische Trennung trotzdem gemacht. Du erkennst es auch an der Frisur. Ja, an der Frisur selber auch, weil der Mark hat diese zurückgegelte und der Steven so diese verwuschelte. Ja, aber selbst vom Schauspiel, da gebe ich dir vollkommen recht, was Oscar Isaac hier wieder leistet. Die ganze Serie schon über ist hammerhart, ist richtig geil. Der kann das richtig gut. Ja. Aber hier in der Folge darf er sich zum ersten Mal so richtig die Seele aus dem Leib spielen. Davor haben wir es immer nur angedeutet gesehen, was da in ihm steckt. Und hier kann er komplett all in gehen. Das ist richtig, ja. Steven bekommt dann mit, dass mittlerweile am Tor von Osiris angekommen sind und gehen dann aufs Deck. Aber das Nilpferd sagt gleich zu ihnen, hör ich zu, wir sind zwar da, so nah habe ich das Tor noch nie gesehen, aber eure Waage ist weiterhin nicht wirklich ausgeglichen. Darum werden sich jetzt die toten Seelen um eure Seele oder eure Seelen einfordern und da kannst halt nichts dagegen tun. Und dann kommen diese toten Seelen, die wir aus diesem Café der Toten gesehen haben. Es sind, glaube ich, nur 3 Stück, ne? Oder waren es 4? Es sind mehr. Mehr, genau. Und kämpfen dann gegen Mark und eben Steven, beziehungsweise erstmal gegen Mark, weil der Mark ja der Kämpfer ist und der Steven soll sich verstecken. Nur merkt Steven irgendwann ziemlich schnell, hör ich zu, warte mal, wir sind eine Person und wenn du das kannst, müsste ich das ja theoretisch auch können und kämpft dann auch und rettet dann Mark vor so einer toten Seele und stolpert dabei über die Bordkante. Ja, und in dem Moment kommt so dieser Alles-steht-Kopf-Moment, wo er eigentlich Bing Bong beziehungsweise Steven retten will, es aber nicht schafft und er erstarrt zu einer Salzsäule. Ja. Ja, Sand oder Salz? Es ist eine Sandsteinsäule, so habe ich mir das, habe ich auch aufgeschrieben, aber ja, er starrt auf jeden Fall zu einer Statue, zu einer Säule, ja. Ja, aber genau in dem Moment bleibt die Waage genau im Gleichgewicht stehen. Ne? Also er befindet sich jetzt im Gleichgewicht und keine Sekunde später befindet er sich eben in diesem Binsengefilde. In einem gladiatoresken Goldblumen. Ja. Goldenen Kornfeld bei Sonnenaufgang. Richtig. Und dann ist die Folge schon zu Ende. Man sieht im Hintergrund noch die Sonne in diesem schönen orangenen Schein. Und er steht halt davor und dann ist sie zu Ende. Und es gibt keine After-Credit-Szene, muss man gleich dazu sagen. Gibt es immer noch nicht. Und ich war traurig, weil irgendwie war die Folge ziemlich schnell vorbei. Ja. Ich saß so, fuck, was, wie jetzt schon vorbei, kann nicht sein. Und dann gucke ich auf die Zeit, ja tatsächlich 45 Minuten. Sehr kurzweilig auf jeden Fall und sehr unterhaltsam. Das vor allem sehr spannend war die. Ja. Dadurch, dass wir diese ganzen Szenarien hatten und die Vergangenheit aufgebrochen worden ist von den Kindern und von den Erwachsenen beziehungsweise von den Eltern von Mark und sowas, warst du immer so unter Spannung gestanden und hast echt mitgefiebert, wie ist das alles passiert. Und also ich fand die Folge echt klasse. Aber ich greife vor, Entschuldigung. Ich fand's auch klasse, vor allem, dass man sich da fast nur auf die Charaktermomente fixiert hat und alles, was mit der Origins zu tun hatte, das hat man im Prinzip ausgeklammert, indem man uns den Code gegeben hat und gesagt hat, hier, wenn ihr sehen wollt, was passiert ist, lest den Comic. Also echt mal ein super interessanter Move von Marvel. Ja, definitiv. Ich habe jetzt hier einen Punkt stehen, den habe ich mir gleich notiert, als die Folge zu Ende war. Wie geht's weiter? Spekulation. Torben, was denkst du? Weil du kennst ja Moon Knight überhaupt nicht. Wir wissen jetzt, dass die Binsengefilde erreicht sind von Mark. Was denkst du, wie geht's weiter? Ich habe da eigentlich fast gar keine Vorstellung. Die ersten Gedanken waren, dass dass unsere geliebte Sandsteinstatue wahrscheinlich sich in der Unterwelt erstmal zurechtfinden muss und wir werden dann sehen, was mit seiner Seele passiert. Weil ich denke mal, er wird vielleicht dann nochmal von einem oder anderen Gott treten, weil offensichtlich sind die Herzen ja jetzt im Gleichgewicht, aber er ist ja im Reinen mit sich. Also wird er das, glaube ich, schon überstehen. Während unser lieber Söldner da oben noch ein paar Prüfungen zu bestehen hat. Also um sein alter Ego zu retten und da muss dann wahrscheinlich noch ein paar Dämonen aus seiner Seele räumen, bis er dahin kann und kann auch sein, dass er sich vielleicht dafür opfert. Entweder ich habe die Es kann auch gut sein, also als Steven merkt, dass er auch kämpfen kann, sagt er, ja, ich bin ja eigentlich du, ich kann das Gleiche. Vielleicht kommt auch die Erkenntnis, dass er Steven jetzt nicht mehr als Schutzmechanismus braucht, sondern dass dieses Nerdige
wirklich Teil von ihm ist und dass er dadurch ins Gleichgewicht kommt, dass er den jetzt nicht mehr als Schutzschild braucht. Du meinst, dass Mark und Steven keine getrennten Persönlichkeiten sind, sondern dass das jetzt eine Person ist in genau. einem? Genau. Dadurch, dass dass einer von beiden ja sterben musste vielleicht, werden die jetzt wirklich wie so ein nerdiger Söldner, das würde ich auch feiern. Aber es bleibt auch noch die Möglichkeit, dass Steven mit Khonshu zurückkommt. Dass gar nicht Mark dann mehr der Avatar von Khonshu ist, sondern eher Steven. Genau. Meinst du? Dass Mark sich quasi opfert und Khonshu denkt dann, ja, scheiße, okay, diesen anderen, den kann ich ja deutlich leichter beherrschen und holt dann Steven zurück. Und Steven sagt dann natürlich, ja klar, bevor Layla da irgendwie der Avatar wird, weil das würde keinen von beiden passen. Ja, das stimmt. Ich finde es halt schwierig, weil wir jetzt wissen, dass nur noch eine Folge kommt und in der letzten Folge muss dann wieder so viel reingestopft werden, weil wir müssen erklärt bekommen, wie das jetzt weitergeht mit Khonshu, Mark und Steven, beziehungsweise ob Steven wieder hochkommt. Es muss erklärt werden, wie Harrow praktisch besiegt wird und das wieder alles ins Reine gebracht wird. Ich finde das ziemlich viel für die letzte Folge. Ja, das muss eine Apokalypse mal wieder abgewendet werden. Wir kriegen wahrscheinlich mindestens mal einen Teaser auf Thor 4 und auf Multiverse of Madness. Wir werden wahrscheinlich auch hier mal wieder eine After-Credit-Scene kriegen, weil was ist Marvel ohne After-Credit-Scene? Was ist es diesmal, Steven, das Musical? Ich weiß es nicht. Nee, das will ich auf jeden Fall nicht nochmal. Nee. Nun gut, ich würde sagen, wir kommen an der Stelle dann zu Fazit und Bewertung. Wie wir es immer haben, macht natürlich der Gast als erstes Fazit und Bewertung. Und ich würde sagen, wir vergeben hier einfach Herzgefäße diesmal, weil das war ja der Grundbaustein von dieser Folge eigentlich, also was es eigentlich ging. Und daher, Torben, hau mal bitte dein Fazit raus zu dieser Folge und dann eine Bewertung von 0 bis 5 Herzgefäßen. Also, ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, dass ich Moon Knight für eine der spannendsten Serien bisher halte im MCU, die sie jetzt so gedroppt haben. Und daran hat sich nach dieser Episode nichts geändert. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, hab wie Patrick auch die Angst, dass sie das alles noch ein bisschen zu gehetzt erklären für die letzte Episode. Aber freue mich drauf und bin auch ja schon sehr erpicht darauf zu wissen, wie es dann letzte Kapitel ausgestanzt haben und vergebe hier aber die volle Punktzahl 5 von 5 Herzgefäßen, weil sie haben es wahnsinnig gut aufgebaut und sehr viele Hintergründe erklärt und endlich auch, wie es zu diesem Dreiergespann kam. Doch, hat mich überzeugt. Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Also hier haben sie es besser hinbekommen, diese Hintergrundgeschichte erzählen, als bei Wanda. Und trotzdem sage ich, beide haben, also sowohl Elizabeth Olsen als auch Oscar Isaac, haben da wirklich in ihren Charakterfolgen quasi Emmy-würdiges Material abgeliefert. Von der Charakterentwicklung ist das mit eins der stärksten Dinge, die Marvel abgeliefert hat. Deswegen vergebe ich heute mal gnädige 4,5 von 5. Ja. Also, Herzgefäßen. Ja. Ich muss auch sagen, das Schauspiel ist wirklich großartig. Endlich nimmt sich Marvel mal Zeit für seine Charaktere und klatscht die nicht nur so dahin. Und das finde ich bei den Serien, aber das hatte ich, glaube ich, bei den vorhergegangenen Serien auch schon mal gesagt, dadurch, dass man in der Serienform mehr Zeit hat, um Charaktere zu erklären, wirken Charaktere auch besser. Aber hier bei Moon Knight, das ist halt ein Charakter, den kennt noch keiner, also außer jetzt so Nerds wie Patrick und mich. Aber dadurch, dass das halt wirklich noch keiner kennt, müssen sie halt wirklich diese Origin von dieser Person oder von diesem Charakter so gut erklären, dass wirklich jeder weiß, was ist das für eine Person oder was ist das für ein Held. Und das finde ich hier bei Moon Knight so richtig. Also ich finde es richtig stark. Auch wie du schon sagst, die schauspielerische Leistung. Egal, bei den anderen Serien davor waren die schauspielerische Leistung eigentlich immer ziemlich gut, aber Oscar Isaac ist so richtig ein Krönchen beim MCU bisher. Ist mit vielleicht seine beste Leistung, die er so gebracht hat bei den meisten schauspielerischen Jobs. Er macht immer einen guten Job, aber hier darf er auch mal wirklich acten und nicht nur irgendwas liefern. Und das ist ja auch das, was ich bei Loki gesagt habe. Hier nehmen sie auch mal Zeit, so 10 Minuten, einfach nur um Sachen zu erklären, genau wie in der Serie. Und das ist eine der ganz großen Stärken von Moon Knight auch an dieser Stelle. Richtig. Und gerade diese Folge, die fand ich so stark, die hat mir richtig, weil ich es ja vorhin schon gesagt habe, da habe ich auf die Uhr geguckt, wie ist schon rum, 45 Minuten, verdammt, wo ging die Zeit hin? Und das zeigt mir halt, dass das alles sehr spannend aufgebaut worden ist, dass man halt da dran bleibt. Und ich würde gern diese 5 Blutgefäße geben
beziehungsweise Herzgefäße, nicht Blutgefäße. Ich weiß aber nicht, wie die letzte Folge ausfällt. Und ich muss das ja immer wissen noch wir alle noch nicht, das ist ja der Witz daran. Ja, und ich weiß aber nicht, ob ich noch Platz nach oben brauche. Deswegen würde ich sagen 4,75 Herzgefäße, gebe ich mal. Und wie ich schon gesagt habe, von der Story her wird das die deutlich rundere Folge als die, wo Wanda charakterisiert wurde. Auch wenn Elizabeth Olsen da wirklich gut aufgespielt hat. Also da ist gutes Drehbuch Hand in Hand gegangen mit guter Darstellerleistung. Das stimmt, definitiv. Gut, also wir freuen uns auf jeden Fall alle auf die letzte Folge. Ich bin echt gespannt. Ich denke, ihr zwei auch. Ja. Und kannst nicht abwarten bis auf nächste Woche. Und mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als mich noch zu verabschieden. In diesem Sinne sage ich Paris Athen. Danke fürs Zuhören. Und überlasse dann Patrick das Wort. Und als letztes darf natürlich unser Gast noch was sagen. Also von mir aus, tschüss. Ja, schöne Grüße an Chef in seinem Malle-Urlaub. Hoffe, du genießt ihn gerade. Ja, Grüße gehen raus an den Urlauber. Grüße gehen raus ans Du. Feier noch schön. Dir viel Spaß nachher bei deinem Job als Torwart, Sam. Und danke, danke. Hab und? Noch einen schönen Resttag und wir hören uns hoffentlich in Bälde wieder. Auf jeden Fall. Genau. Und nächste Woche kommt wahrscheinlich, wenn es gut läuft, ein Gast, den hatten wir schon lange nicht mehr da. So als kleiner Teaser. Wir sind gespannt. Also, tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.